Ja, und zum herzlichen Willkommen zurück zum American Truck Simulator. Heute mit einer speziellen Ladung, Dynamit, 17.000 Pfund von, was war's? Santa Maria nach Santa Cruz. Wie man sieht, habe ich hier einen Waypoint gesetzt, damit wir hier mal über die 1 fahren, statt hier über den Highway 101. Einfach mal ein bisschen was anderes zu sehen. Das Ganze mit einem International Truck und einem ganz süßen kleinen Trailer wieder mal. Wie ich diese Trailer ja liebe. Nicht. Und aus dem Steinbruch. Dann müssen wir erstmal hier schauen, wo wir hier rauskommen. Leider muss ich hier ziemlich weit hinten sitzen, denn sonst würde ich die Spiegel gar nicht sehen. Und ich finde, die Spiegel muss man schon irgendwie eigentlich... Okay. Wait a second. Das ist doch ein bisschen zu weit hinten. Sonst sehe ich da gar nicht aus dem Fenster raus. So. Besser. Dynamit, eine Gefahrengutfracht, sollte daher schon ein bisschen mehr Geld geben. Knapp 5000 für 263 Meilen. Hört sich eigentlich ganz gut an. Der Truck hat hier leider wieder mal kein GPS, also kein Navi drin. Daher muss ich den Navigator unten rechts wieder offen halten. Sonst wüsste ich gar nicht, wo ich lang muss. Auch so sieht man einfach die Spiegel gar nicht. Ein bisschen doof bei manchen Trucks. Da müsste man wirklich so einen Eye-Tracker haben, damit man die Spiegel leichter sehen würde, weil sonst muss ich hier immer mit der Maus schauen. Was bei meinem Setup ja eben ein bisschen doof ist. Sorry, danke. Bei mir wird heute gerade draußen der Rasen gemäht, da hoffe ich, dass man das nicht allzu gut hört. Weil vorhin, ja, hat man das wirklich sehr gut gehört, als es direkt neben mir war. Und dieser Fette, den ich da zwischen Mikro und Mixer getan habe, der versteckt das Ganze doch ein bisschen mehr als ohne. Aber gut, wie gesagt, ich hoffe, das hört man jetzt nicht allzu sehr. Ansonsten wieder schön am Tag zu fahren, wieder mal ein bisschen Sonnenlicht zu sehen und vor allem auch die ganze Natur zu sehen. Get ready to turn left. Sehr cool.
Leider müssen trotzdem die Züge immer noch ein bisschen länger sein, als von SCS hier geplant ist. Aber zum Glück gibt es ja da auch Mods dafür, die das eben machen. Damit die Züge, glaube ich, wirklich ungefähr eine halbe Meile oder so sind. Und das wird dann doch ein bisschen mehr realistischer. Schönes kleines Dorf hier. Jetzt fahren wir auch ganz kurz ein Stückchen auf die 101 rauf und ja, backtracken das Ganze eigentlich ein bisschen, um dann eben rechts abzubiegen zum Meer, um da diese Straße entlang zu fahren, die 1. Natürlich schon wieder eine Baustelle, wie immer. Und überall. Vielleicht muss ich die Ereignisse doch ein bisschen runterstellen. Weil diese Baustellen kommen sehr häufig vor. Und bremsen halt alles wirklich sehr runter. Und bei mehr Verkehr, was ich ja eben eingestellt habe, ist das manchmal ein bisschen schwierig. Highway Patrol hier links vor uns. Ich lasse ich auch noch vor. Nicht zu schnell fahren, wenn da die Polizei direkt vor uns ist. Und dann geht es jetzt eben, wie gesagt, hier rechts runter. Und dann exit right. Exit right. Ready to turn left. Da ist eine Ampel, okay.
Mungin, North Cumbria. Turn left. Komm schon, wir müssen die grüne Welle hier noch mitnehmen. Bitte. Ja, gut. Straight. Auch spannende Baustelle mit eine Tankstelle mit einer Baustelle. Können wir aber leider nicht befahren, wie es aussieht. Nee. Und dann sollten wir irgendwann dann mal links das Meer sehen können. Wahrscheinlich so hinter den Bergen hier. Sieht man es nun schon. Links das Meer. Ich glaube, wir kommen gleich noch ein bisschen näher ans Meer ran. Irgendjemand fährt da vorne richtig langsam. Mit 30 Meilen kriegen wir durch. Obwohl man eigentlich 55 fahren dürfte. Sehr schöne Gegend hier. Ich wäre gerne die 1 gefahren eigentlich in den Ferien, aber aus Zeitgründen konnten wir das leider nicht sehr viele Kilometer machen. Wir waren glaube ich ganz kurz mal drauf. Kurz vor Los Angeles. Weil der glaube ich bis da unten führt. Wirklich coole Gegend. Sich die Straße hier an den Klippen herum schlängelt.
diese Aussicht. Nice. Vista Point, eine halbe Meile. Vielleicht können wir da kurz anhalten, um die Aussicht zu genießen. Ach schade, man kann gar nicht drauf fahren. Solche Sachen mache ich nicht. Da wäre ich jetzt gerne drauf gefahren. Müsste man doch jetzt nicht wirklich. Alter, was für eine Aussicht. Geil. Müsste man doch jetzt wirklich nicht abspüren, diese kleinen Punkte. Vor allem, wenn es schon angeschrieben ist. Lang. Wäre schon cool, wenn man solche Straßen hier unten lang fahren könnte. Und dir ein bisschen mehr Freiheit lassen würden. Aber geht ja leider nicht, schade. Runterfallen möchte man auch nicht unbedingt. Wow. Hier kann man kurz anhalten. Und da gibt es sogar noch ein Video. Let's go. California One Rocky Creek. Ja, das ist dieser Highway eben. Oder, ja, Highway? Interstate? Ich glaube eher Interstate. Nee, Highway. Ach, egal. Einfach die Straße, die am Meer entlang führt. An der Westküste. Gut, sieht jetzt mit diesen ganzen Missing Tags, das hat nicht so schön aus. Aber was soll's? Das sieht sehr geil aus. Und die Aussicht, Junge, Junge. Crazy. Die USA hat schon schöne Flecken, muss man sagen. Kann man nichts anderes dazu sagen. Thank you.
Carmel Highlands. Was ist das hier? Ziemlich Glück mit dem Wetter, dass die Sonne hier so schön scheint. Sonst wäre es sicherlich weniger schön bei Regen oder Nacht. Noch 72 Meilen. Dann sind wir da. Wegen der School Zone kommt hier eine Ampel. Mittendrin plötzlich. Und das hier drüben ist wahrscheinlich die Schule. Wieso warte ich hier, wenn es zweispurig wird? Go straight. Da drüben ist auch eine Schule wahrscheinlich. Interessant. Können wir zumindest mal ein bisschen was überholen? Weil ich schätze mal, vielleicht wird die Straße wieder einspurig. Go straight. Obwohl, wahrscheinlich eher nicht. Langweiliger, langsamer Bus vor uns. Natürlich, wenn ich ihn überholen möchte, haut er ab. Keep left. Okay.
Santa Cruz. Meilen sind empfohlen. Gut, kann man auch verstehen bei dieser engen, scharfen Kurve. Keep right, then exit right. Exit right. Moss Beach. Sind wir auch schon wieder gleich da? Keep right and then turn right. Also war doch jetzt mal eine schöne Abwechslung, so am Meer entlang zu fahren, turn über die Berge, Klippen. Erster Aufenthalt in Santa Cruz, 11 von 21, California Dreamer. Keep left, and then turn left. Turn ja. Left. Hier einmal rein. The Coastline Mining. Kommt es ein bisschen so vor, als ob es mehr Abwechslung bei den Betriebshöfen gibt. Also vor dem Update. Gut. Abkoppeln und fertig. 63 Meilen, knapp 5000 Dollar und Level 8 Enthusiast. Sehr schön, dann würde ich mal das nächste Gefahrengutabzeichen mitnehmen. Das wäre dann Klasse 6, toxische und infektiöse Stoffe. Klasse 6.1 Gifte, gesundheitsgefährdende Stoffe wie Kalium, Cyanid, Quecksilberchlorid oder Pestizide. Klasse 6.2 Biogefahr, infektiöse Materialien, Viren, Kulturen, gebrauchte Nadeln und so weiter. Gut, dann würde ich sagen, war es das wieder für diese Folge vom American Truck Simulator. Wieder mal ein bisschen länger. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.